Welcome back, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zum vielleicht spannendsten Branchen-ETF, den ich so kenne. Es geht um Halbleiter, es geht um den VanEck Semiconductor-ETF. Warum finde ich den so spannend? Weil ich glaube, dass diese Branche nicht nur jetzt wirklich wichtig ist, in allen Lebensbereichen, wo wir eigentlich diese Mikrochips brauchen, sei es jetzt meine Kamera, das Mikro, einen Laptop, das Handy, eine Mikrowelle, der Kühlschrank, Auto, Flugzeuge, überall im Endeffekt brauchen wir, wo Digitalisierung gefragt ist, brauchen wir kleine Mikrochips. Und ich glaube, das ist zwar jetzt wichtig, das ist super wichtig, es ist aber in Zukunft noch viel, viel wichtiger, weil diese Chips kleiner werden müssen, sie müssen effizienter werden, schneller und wir werden noch viel mehr digitalisieren, als wir es jetzt eigentlich wahrscheinlich uns vorstellen können. Aber bevor ich jetzt zu sehr rumhype, das ist natürlich eine unglaublich volatile Branche, wo es mal hoch geht und wo es aber wieder extrem runter geht. Also die Nachfrage ist einmal super hoch und manchmal ist sie einfach super gering. Wir hatten es im letzten Jahr, wo es einfach überhaupt kein Halbleiterjahr wirklich war. Das werden wir gleich im Chart nochmal sehen. Da waren Firmen wie Nvidia und so weiter, kann ich mich gut erinnern, wo Leute auch gesagt haben, wie machen die denn überhaupt noch Umsatz? Das ist schon wirklich, wirklich krass und wir wissen ja, wo jetzt Nvidia heute steht. Also wirklich ein Rauf und Runter, aber ich glaube, langfristig kann man von dieser Branche sehr profitieren. Wenn ihr Lust drauf habt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich sehr auf das Video. Kommentiert mal, habt ihr so ein ETF oder von einem anderen Anbieter so einen Branchen-ETF, wenn es um Halbleiter geht, habt ihr den im Depot oder überlegt ihr vielleicht ins Depot zu nehmen oder setzt ihr eher auf Einzelaktien, könnt ihr auch reinschreiben. Und aber ganz, ganz wichtig für jeden von euch, abonniert bitte den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir sofort rein in den Vergleich zum Gesamtmarkt auch, aber die Performance, die Unternehmen schauen wir uns an, warum ich glaube, dass der so gut aufgestellt ist. Schauen wir uns jetzt eben genau den VanEck Semiconductor-ETF an. Starten wir, let's go. Und am Anfang schauen wir uns erstmal die Beschreibung an, worum geht es denn eigentlich? Okay, es geht um Halbleiter, um Mikrochips. Aber welche Unternehmen, wer kommt denn da genau in den ETF da mit rein, in den Index? Es geht um vor allem US-börsengelistete Unternehmen des Halbleitersektors. Unternehmen werden berücksichtigt, Hersteller und auch Zulieferer, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Halbleiter generieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also mindestens 50% vom Geschäftsmodell muss mit Halbleitern verdient werden. Der Index beinhaltet 25 Werte, die anhand ihrer Marktkapitalisierung dann gewichtet werden und ihrem durchschnittlichen Handelsvolumen der letzten 3 Monate ausgewählt werden. Die Gewichtung eines Wertes ist auf maximal 10% begrenzt, also die werden gekappt, bei 10% ist dann wirklich auch Schluss sozusagen. Also es darf nicht größer als 10% sein, ein Unternehmen. Das ist schon mal ganz, ganz cool, aber ihr seht auch 25 Unternehmen, das ist schon eine extreme Konzentration in diesem Bereich. Das muss man mögen, oder man mag es vielleicht nicht, das ist halt echt so ein Ding, ne? Aber sehr, sehr spannend, wir gehen mal drauf auf den Vergleich zum Gesamtmarkt. Wir gehen zu X-Ray ETF, wo man diesen Vergleich eben gut machen kann. Sorry, meine Kinder sind ein bisschen laut, deswegen war ich gerade so abgelenkt. Wir gehen auf das laufende Jahr und sehen im oberen Feld hier, im orangenen, den VanEck Semiconductor ETF. Und unten haben wir den MSCI World. Wir sehen also in diesem Jahr eine unglaubliche Outperformance vom VanEck gegenüber dem MSCI World, wo man jetzt doch erstmal denkt, wow, wir haben doch jetzt so stark auch korrigiert und die Börsen laufen aktuell doch eigentlich gar nicht gut. Aber der Tech-Bereich läuft immer noch stark, auch wenn ich mir den Nasdaq anschaue. Das ist schon wirklich, wirklich stark gelaufen. Und vor allem sieht man das hier schön am Semiconductor-ETF, wie stark er in diesem Jahr lief. Vor allem am Anfang ging es nach oben. Klar, dann gab es eine Seitwärtsphase. Und dann vor allem, glaube ich, hier Mitte des Jahres, schauen wir nochmal drauf, genau, im Mai, Ende Mai, vor allem auch mit dem Push von Nvidia, glaube ich, mit diesem ganzen KI-Thema, was ja auch nochmal mit reinkommt, ging es nochmal sehr stark nach oben und dann haben wir eigentlich im Endeffekt eine ziemliche Seitwärtsphase aktuell an der Börse. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend in diesem Jahr. Gehen wir auf den Seitvergleich Wert und auch da sieht man jetzt sehr, was ich meine. Wir haben im Start des ETFs so Anfang 21 ging es erstmal stark nach oben. Zu einer absoluten High-Plateau-Phase hier oben bis Ende 2021 im Semiconductor und vor allem auch im ganzen Tech-Bereich. Aber dann, das Jahr 2022 war ein unglaublich schlechtes Jahr für den Bereich. Genau, und da hatten wir eben diese ganzen Firmen, die am Boden waren, die Nachfrage war nicht da. Die Lieferengpässe und so weiter, ihr könnt euch erinnern, das letzte Jahr. Und dann ging es wieder stark nach oben mit diesem Jahr. Wenn man aber, und das muss ich sagen, bei einem Hype-Zeitpunkt eingestiegen wäre, dann wäre man jetzt quasi plus minus null aktuell. Wir müssen es unbedingt schaffen, bei solchen Hype-Themen
die zu kaufen, antizyklisch eigentlich zu investieren, wenn sie keiner haben möchte, und zwar hier unten. Das wäre aktuell, es wäre die perfekte Wahl gewesen. Und wir hätten hier, wenn ihr den MSCI World anschaut, wir hätten auch wieder eine starke Underperformance gehabt, wirklich im letzten Jahr. Und dann ging es eben in diesem Jahr wieder hoch auf neue Höhen. Und das ist halt wirklich, oder ja, nicht auf neue Höhen, sondern wirklich auf das Top von 21. Aber man hätte wieder stark den MSCI World eben outperformed. Das ist schon wirklich beeindruckend, aber eine unglaubliche Zyklik eben auch in diesem Geschäftsfeld, was man sich wirklich auch bewusst sein muss. Und ich glaube nicht, dass es für jeden gemacht ist, mit so einer starken Schwankung und Volatilität irgendwie auch zurechtzukommen. Aber man kann dadurch, durch dieses hohe Risiko eben auch eine hohe Rendite abstauben. Wir gehen jetzt mal auf die Basisdaten. Wir haben also hier den Fokus Nordamerika und hier haben wir den Fokus Welt, der Vergleich zum MSCI World, wie gesagt. Dann haben wir thesaurierend und thesaurierend, also alle Gewinne werden reinvestiert. Die Total Expense Ratio liegt bei 0,35%. Ein Branchen-ETF ist ja traditionell so ein bisschen teurer als ein Welt-ETF, der ist bei 0,20. Der MSCI World, das ist aber auch okay, weil der Branchen-ETF einfach so ein bisschen spezieller ist, ein bisschen genauer die Unternehmen auswählt und so weiter. Deswegen ist es für mich okay. Das Fondsvolumen ist auch sehr, sehr spannend, ist bei 1 Milliarde. Also das ist wirklich kein kleines Ding mehr, sondern auch wirklich viel Assets under Management sind da jetzt schon drinnen in dem ETF. Und man kann durchaus sagen, dass dieser ETF auch nicht mehr gleich geschlossen wird, weil einfach schon so viel Geld da drinnen steckt. Der MSCI World natürlich viel, viel größer, das ist ganz klar. Da muss man sich auch gar keine Sorgen machen, dass der mal eingestellt wird. Aber positiv hervorzuheben ist, dass da schon viel Geld drin steckt, muss ich wirklich sagen. Total Expense Ratio, wie gesagt, die Kosten finde ich vertretbar. Es gibt auch Branchen-ETFs, die noch teurer sind. Ich finde es wirklich noch machbar und vertretbar. Was mir auch gut gefällt, ist, dass die Indexabbildung physisch und die Abbildungsart vollständig ist. Also alle 25 Anteile in diesem ETF vom VanEck werden wirklich gehalten, wirklich gekauft. Und im MSCI World wird optimiert, das heißt bei 1500 Unternehmen, die kannst du nicht alle direkt kaufen, das ist klar. Da werden die großen gekauft und der Rest wird so ein bisschen dazu gerechnet. Auch ganz, ganz klar, das ist optimiert. Vorauflage ist 2020 und beim MSCI World ist es 2009, also beim VanEck 2020, MSCI World 2009. So, wir schauen jetzt mal auf die Performance-Daten, das ist auch nochmal spannend, wirklich auch nackte Zahlen zu sehen. Wir gehen auf den Einjahresvergleich. 46%, wenn man ein Jahr zurückrechnet, beim VanEck Semiconductor ETF, eine unglaublich gute Performance, also wirklich, wirklich stark. Ein Jahr zurückgerechnet. Beim MSCI World ist es gerade mal 9%. Einen längeren Vergleich haben wir leider noch nicht, einen 3-Jahres-, 5-Jahres- und 10-Jahres-Vergleich. Das ist schade. Das wäre natürlich super, wenn wir das schon machen könnten. Aber wir können ja auch im nächsten Jahr, müsste dann der 3-Jahres-Vergleich ja eigentlich gehen, dann den Vergleich nochmal machen. Der MSCI World nochmal im Schnitt bei 10,71% der letzten 10 Jahre, was auch ein guter Wert ist, inklusive Dividenden natürlich, bei 176% Performance innerhalb der letzten 10 Jahre. Wir haben die enthaltenen Werte bei 25 beim VanEck Semiconductor und 1500 beim Welt-ETF MSCI World. Und auch ganz spannend und wichtig auch zu wissen, 74% machen die Top 10 aus. Beim VanEck ist es eine starke Fokussierung, ganz, ganz klar. Aber auch dadurch vielleicht die Möglichkeit, eben so eine Outperformance hinzubekommen. Und 20% die Top 10 beim MSCI World. Wir gehen auf die Top 5 Länder. Die Vereinigten Staaten beim Semiconductor sind 76%, sehr, sehr starke Gewichtung USA, also haben wir ja gesehen. Dann haben wir aber auch die Niederlande, welche Firma könnte das denn sein? Dann haben wir Taiwan, welche Firma könnte das denn sein? Auch dabei und Singapur auch ein bisschen. Dann haben wir beim MSCI World, klar, das kennt ihr glaube ich mittlerweile, 70% USA, auch ein starker USA-Anteil muss man sagen. Dann Japan, UK, Kanada, die Schweiz und irgendwann kommt dann eben auch Deutschland. Die Top 5 Branchen, wir haben ganz klar den Tech-Fokus beim Semiconductor, fast 100%. Und dann haben wir beim MSCI World auch einen starken Tech-Fokus mit 22%, aber auch eben die anderen Branchen, Finanzen, Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt auf die Top 10 Holdings. Jetzt wird es nochmal sehr, sehr spannend. Welche Unternehmen sind im Semiconductor-ETF und welche Unternehmen sind eben dafür verantwortlich, dass der so stark läuft? Wir haben an Platz Nummer 1 TSMC, Taiwan Semiconductor, der größte Auftragsfertiger der Welt, die also die Mikrochips wirklich herstellen. Das ist also Taiwan Semiconductor, eine unglaublich spannende und gut vernetzte Firma. Aber großer Risikofaktor eben Taiwan, China, dieser Krieg, der eventuell bevorsteht, wird da einfach auch nochmal
ja, ein großes Risiko mit reinbringt. Das ist auch ganz, ganz klar. Taiwan Semiconductor an der Nummer 1 mit 10% der größte Auftragsfertiger der Welt. Broadcom, da haben wir den Breitbandbereich vor allem, haben wir bei 10%, Nvidia bei 9%, ASML, jetzt wird es spannend, nochmal bei Nvidia, Nvidia ist ein Chip-Designer, die produzieren die Chips nicht selber, sondern sie geben sie in Auftrag. Und wo geben sie das in Auftrag? Beim größten Fertiger, Taiwan Semiconductor. Also Nvidia ist einer der größten Kunden bei Taiwan Semiconductor. Conductor, die arbeiten also zusammen und Nvidia designt die Chips, also die modellieren das in einem Programm und sagen genau, wie sie was haben möchten und Taiwan Semiconductor baut die Nummer. Okay, die produzieren die Chips. So, jetzt kommt ASML und wie kommen die jetzt in diese ganze Kette mit rein? Und zwar ASML produziert diese ganzen großen Maschinen, mit denen überhaupt Halbleiter hergestellt werden können. ASML ist quasi der erste in dieser ganzen Wertschöpfungskette. ASML beliefert Semiconductor, Taiwan Semiconductor, mit den großen Lithografie-Maschinen, mit denen dann TSMC die Halbleiter produziert. An Punkt Nummer 1 kommt ASML in der Wertschöpfungskette, dann kommt TSMC und dann kommt eine Firma wie Nvidia oder eben Broadcom und so weiter. Die arbeiten alle irgendwie zusammen, alles hängt zusammen, aber es gibt so drei große Felder. Also erstmal der erste große Bereich, der die großen Maschinen herstellt, ASML, Branchenführer, Marktführer, eine unglaubliche Marktposition, habe ich ja letztes Mal vorgestellt. Dann kommt TSMC, der Auftragsfertiger, und dann kommt eben Nvidia, der die Aufträge gibt und dann eben die Grafikkarten am Ende verkauft mit ihrem Logo drauf. Oder Apple zum Beispiel auch oder AMD. Dann haben wir hier eben AMD, auch ein ganz, ganz großer Player in dem Bereich, mit 7% gewichtet. Intel ist auch mit am Start. Intel, da ist jetzt spannend, weil Intel will auch in den Bereich von TSMC gehen. Die wollen auch zum Produzenten werden von Chips. Dann haben wir Texas Instruments, auch eine spannende Firma. Qualcomm, in jedem Smartphone ist im Endeffekt Chip von Qualcomm mit dabei, da sind sie spezialisiert. Dann haben wir Applied Materials, Analog Devices, bisschen geringer gewichtet. Dann gehen wir zum MSCI World. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, die großen Firmen dieser Welt sind damit dabei, aber eben auch andere Produzenten, Tesla, Meta Platforms, United Health, also nicht nur Semiconductor natürlich, sondern Finanzen, Gesundheit und so weiter und so fort. Sorry, meine Kinder sind gerade ein bisschen laut. Genau, das ist spannend, aber hier nochmal hier oben, also eine sehr, sehr starke Fokussierung eben auf die größeren Unternehmen hier mit TSMC, Broadcom, Nvidia, ASML und AMD, die sind schon wirklich stark gewichtet hier oben. Dann gehen wir zu den Sparplänen. Wo kriegt man denn den Semiconductor-ETF? Den kriegt man im Endeffekt bei allen wichtigen Banken, Comdirect, Consorsbank. Wir haben aber auch Scalable dabei und Trade Republic. Und den MSCI World haben wir im Endeffekt bei allen Brokern überhaupt, kriegt er diesen ETF. Das ist auch ganz klar. Aber der Semiconductor ist auch gut vertreten, muss man sagen. Ausschüttungen gibt es keine. Wir schauen auf die Assets under Management. Seit Jahresbeginn gibt es 46% Zufluss im Semiconductor-ETF. Also da fließt wieder Geld mit rein, ist ganz klar. Es wird wieder gehypt. Ich weiß nicht, ob aktuell der beste Moment ist, einzusteigen, muss ich jetzt sagen. Ne? Haben wir ja an den Schwankungen gesehen. Und zwar, genau, beim MSCI World fließt auch Geld wieder mit rein. Das ist auch ganz schön. Die Volatilität, jetzt wird es nochmal interessant, ist bei 34%. Das ist schon hoch. Also die Schwankung des ETFs. Der maximale Drawdown innerhalb von einem Jahr war bei 10% nach unten. Und die Werte vom MSCI World, der natürlich viel breiter gestreut ist, ganz klar, sind bei 12% und bei 6%. Also der schwankt wesentlich geringer und der Abfall nach unten ist auch wesentlich geringer. Also wer Schwankungen nicht so aushält, der ist hier nicht so gut beraten beim Semiconductor. Der setzt eher auf den Welt-ETF, ne, würde ich jetzt sagen. Wer aber das aushält und ein bisschen mehr Risiko eingehen möchte, der, finde ich, kann sich sowas mal anschauen. Das ist das Wichtige, was ich euch zeigen wollte. Wir haben die Top 10 Positionen gesehen. Wir haben die Länderverteilung gesehen, was auch interessant ist. Aber eben auch die Rendite, die wir machen konnten, wie gut der auch lief. Und wir haben natürlich auch gesehen, die Basisdaten, die thesaurierend und die Indexabbildung und so weiter. Aber eben vor allem, es geht am Ende um die Performance. Das ist ganz, ganz klar. Und ich kann immer nur sagen, ich finde diesen ETF grundsätzlich extrem spannend. Ich finde es erstmal den spannendsten ETF in diesem Sektor. Halbleiter von Van Eck jetzt, den finde ich wirklich, wirklich gut. Er ist von der Kostenquote okay, aber hat einfach eine sehr, sehr gute Performance. Aber ich kann jetzt immer noch mal dazu sagen, denkt an diese Zyklik in dieser Branche. Für jeden von euch, der jetzt sagt, ja, Konzi, das ist spannend, ich schaue mir das auch mal an, finde ich cool,
Aber schaut euch auch immer diese Phasen an. Wann ist der Hype ganz, ganz stark und wann ist der Hype eben nicht da? Und die Branche wird wachsen, das ist für mich völlig klar. Wenn wir anschauen, wo wir diese ganzen Chips eben brauchen, das ist ganz klar. Aber ich würde eher mal drauf schauen, antizyklisch einzusteigen, wenn im Endeffekt diese Firmen eher gerade nicht gefragt sind, wenn die Nachfrage zu gering ist eigentlich, also das Angebot zu hoch sozusagen, ne, und die Preise wieder fallen und so weiter, dann werden die Kurse auch wieder zurückgehen. Und aktuell haben wir eben eine Phase, das sieht man hier, die sehr, sehr stark und gehypt ist. Ich finde es einen unglaublich wichtigen und spannenden Bereich für die Zukunft. Und wie gesagt, eine der spannendsten Branchen-ETFs, die ich so kenne, vielleicht Cybersecurity finde ich noch so interessant, habe ich auch schon mal vorgestellt, sollte ich jetzt vielleicht auch nochmal irgendwann machen und so ein Update machen. Aber das ist ein Bereich, der stärker wachsen wird und noch wichtiger werden wird in unserem Alltag, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr konntet jetzt so einen Einblick bekommen, was man mit so einem ETF für Rendite machen kann, wieso die Aussichten sein könnten, welche Unternehmen mit dabei sind und so weiter und so fort. Ihr könnt mir jetzt gerne mal eure Meinung schreiben. Was denkt ihr? Ist es ein Branchen-ETF, den ihr euch ins Depot legen würdet? Sagt ihr, ja, der hat eine gute Zukunft? Oder sagt ihr, nee, ich möchte eher doch auf den Welt-ETF setzen, ich will keine Branchenwette eingehen, kann ich auch absolut nachvollziehen. Oder wenn jetzt auch natürlich jemand sagt, nee, ich möchte auf Einzelaktien setzen, ich möchte mir zum Beispiel eine Qualcomm raussuchen oder eine Nvidia, eine AMD und so weiter, da nochmal überproportional vielleicht nochmal profitieren, wenn man so Rosinen rauspickt, könnt ihr mir natürlich auch kommentieren. Aber ich finde es persönlich einen spannenden Bereich, das muss ich wirklich, wirklich sagen. Oder eine ASML zum Beispiel. So, wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren, einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt einfach Aktien und ich freue mich auch auf alles, was mit euch hier kommt. Wir sehen und hören uns, wie gesagt, im nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.